mal zu euch, solange es sich nicht dazu herablässt zu kochen. Gerät. Arbeitsunfall ist aber besser als privat. Ich weiß nicht. Unfall ist nicht so schön, egal in welcher Hinsicht. Dopkin Patrick, hallo. Gerät! Es reagiert jetzt gleich wieder einfach nur zu spät und dann kommt es direkt 5-mal. Hört auf damit. Ihr macht gleich hier ein riesen Chaos. Danke. Ach so, nein. Es geht nur noch für Subs, das ist das Problem. Nein, wie denkst du, das tun wir nicht. Das ist, die Kamera ist schlecht ausgerichtet. Wir wollen keine Poco-Kamera. Viel Spaß, ich habe deinen Discord erfolgreich zugespammt. Okay, gucke ich mir an. Dann. Fand ich auch gut. Gute Sache, Kali. Was? Weiß nicht, wovon ihr gerade redet. Hallo, Degen. Ups. Ich wollte das nur so... nicht schaumig und hell. Ich weiß nicht, ob das jetzt gut ist. Das sollte ja einfach nur kurz da drin quasi. Ja, ich hoffe, es wird hart. Sieht nicht hart aus. Muss das hart aussehen? Bis sie vollständig aufgelöst ist. Zügig verarbeiten. Ist aufgelöst. Ich denke, das zählt. Eigentlich sollte man das aber dann normalerweise nochmal stehen lassen, weil man will keine Luftblasen drin haben. Und die hat man vom Reinrühren natürlich. Aber hey, Luftblasen sind Kunst. Wie Schneeflocken. Sind bestimmt alle unterschiedlich oder so. Das hat alles seinen Sinn. Also, ich mache jetzt... Ach Kacke, ich brauche das ja jetzt auch noch für die Blasen, ne? Oder habe ich mir das doch weggefüllt? Nee, habe ich nicht. Also, ich mache jetzt Hälfte, Hälfte. Da ist noch ein Stück drin, ist okay. Es sieht denn echt gar nicht so aus wie so Pipi. In der Kamera sieht es viel schlimmer aus. Ich mache jetzt nicht mehrere Schichten, das wird zu anstrengend. Sondern ich mache einfach so eine Schicht und dann kommt die andere weiße Schicht drauf und dann kommen diese Perlen. Jetzt hole ich noch schnell das kalte Öl, dann können wir noch die Tropfen machen. Bin sofort wieder da. Muss möglichst kalt sein. Normalerweise macht man das jetzt mit einer Pipette. Habe ich nicht. Aber es geht bestimmt auch mit einem Löffel. Eigentlich macht man es mit einem höheren Glas, aber ich wollte jetzt nicht so viel Öl für die paar Kübel. Oh nein, nicht gelieren. Ich brauche noch ein bisschen. Ich bin mir sicher, ich kann es auch so irgendwie reintropfen. Jetzt müssen daraus wunderschöne Perlen werden, wenn es funktioniert. Oh, es funktioniert. Sag ich doch, total easy. Ich wusste natürlich, dass es funktioniert. Es war überhaupt kein Zweifel daran. Hatte ich nicht das letzte Mal sowieso keine Geduld für die Pipette. Herr Knopp, warte. Oh nein, jetzt haben sie sich verbunden. Oh nein! Ja, vielleicht doch eine Pipette. Aber ich glaube, das letzte Mal hatte ich auch keine Geduld dafür und habe die irgendwann...